Hallo und herzlich willkommen zu Folge 285. Wir stehen hier vor den paar Söldnern, die sich auf den Dingen verzogen haben, auf den Außenposten von den Korsaren, die weg sein sollten. Und die sollten auch weg sein. Also ich lag mit meiner Annahme richtig. Dann zeige ich euch mal ganz kurz, was wir jetzt machen werden. Ganz gut, ganz gut. Oh, schnell, schnell. Stirb. Ja. Ich nehme natürlich jetzt noch seine Sachen mit, ne, damit ja alles korrekt verläuft. Ich denke, das ist korrekt. Oder okay. Für euch hoffentlich. Weil der sollte eigentlich tot sein. Jetzt ist er es auch. Ja, Plan für heute. Wir müssen nach Tamora. Bäh. Telem. War Telem in der Burg? Oh shit. War der in der Burg? Naja, egal. Wird schon, wird schon, wird schon. Da knarzt das Schiff noch. Und, ja, warte mal, ich habe hier noch ein bisschen Zeug. Kapelle. Ich gehe nochmal die ganzen Teleport-Dinger durch. Großbauer, Fischerdorf, Geisterschiff, Goblindorf, Piratenlager, Korinnes. Und das ist halt der Teleport zum Schiff in der Nähe der Methanakiste. Der wird nicht funktionieren. Da. Für diejenigen, die dachten, es funktioniert. Es geht nicht. Aber gut. Jetzt mal wenigstens auch hier bestätigt worden. Korinnes. Tamora. Und Taverne. Also wir dürfen jetzt zurückeiern. Aber wir haben ja soweit ja alles erledigt. Ja. Und auch der gute Black Pirate hat mich jetzt nochmal, oder hat mir geschrieben, gestern, dass wir jetzt nur noch diese Quest hier haben, oder alles, was mit in Verbindung steht, also jetzt einmal halt die Botschaft nach Tamora, und jetzt halt mächtige Goblins als Hauptquest, und uns fliegt ein Blatt gerade am linken Rand, egal, vorbei, obwohl pausiert ist. Ja, auf jeden Fall, auf nach Tamora, dann noch ein bisschen hin und her geeiere, und dann schlachten wir hier hoffentlich alles ab. Und dann geht's auf Navarand. Und darauf freue ich mich ja wirklich. Kann ich nicht oft genug sagen. Und doch hält's mich irgendwie immer an diesen ganzen Inseln und das ganze hin und her und dies und das und tralala. Aber nun sind wir bald soweit, nach Navarand aufzubrechen. Und dann gibt's auch hier erstmal nichts mehr. Ich weiß nicht, ob im späteren Verlauf des Spiels noch irgendwas kommt. Aber ich glaube, wir werden dann vorerst neue Gegenden besichtigen dürfen. Und nicht mehr so sehr die, die wir schon abgehandelt haben. So. Dann auf zum Schiff. Mal kurz drauf geklettert und schon sind wir auf der Arbeit. Für den König, jawohl. Und ich kann hier beherzt drüber speichern. Jetzt ist ja Björn tot. Und es war soweit auch korrekt, dass ich ihn killen durfte. Und jetzt auch nach Tamora und ja, Telem finden. Ich gucke erstmal in der Burg nach, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wo der war. Wohin können wir jetzt sehen? Ja, das wird ganz lustig. Stimme den Kurs selbst. Ach ja, und kleine Anmerkung nochmal. Also auf den, also auf Condera waren keine Viecher, ne? Und ich habe auch sonst alles abgeschlossen. Ich gehe nur nochmal auf Nummer sicher. Ich glaube ja. Segeln wir zu der Insel gut. Aber ich will es nochmal lesen. Aber ich glaube schon, dass wir soweit alles haben. Und wie gesagt, wenn auf Tamora irgendwo ein paar Viecher rumlaufen, dann ist es halt so. Da geht jetzt auch dann keiner bei drauf. Und Telem. Er dürfte, er müsste eigentlich. Eigentlich. Wo ist Tamora? Da, Stadt. Ich guck mal da vorbei. Das habe ich eigentlich auch gesagt, dass ich wenigstens die Gegend nochmal abgehe, wo wir Teleports für hatten. Und der alte Tempel bietet sich dann an für einen Mark. Ja, aber nee, der ist, glaube ich, echt in der Stadt. Hallo? Gegner? Oh! Gegner nicht, aber Tränke. Legitimation erfolgreich. Und dann natürlich die große Innos-Statue und natürlich noch was zum Beten. Und heilige Scheiße, ist es ja dunkel. Das liegt, glaube ich, in meinen Grafikeinstellungen. Hatten wir schon gebetet? Nee, okay, perfekt.
Wie viel Mana haben wir? 200 Ball. Ach du Scheiße. Viel zu viel. Und hier war die Chroniken von Tamora. Das hatten wir alles schon 100.000 Mal. Nee, ansonsten ist hier nichts Wichtiges. Ich wollte jetzt eigentlich nur noch mal ganz kurz schauen, wenn ich hier rauslaufe. Kommen da 500 Millionen Gegner? Ja, oder... Ach, so ist das. Dem scheint nicht so. Gut, nee, wir haben ja sowieso einen Teleporter. Jagdhütte. Sternwarte, nee, Stadt. Hallo? Igor und na, der Magier. Wenn, dann ist er in der Burg. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Oder? Ja, nee, er dürfte, er müsste. Aber wo soll der sein? Das sind die Dinge im Leben, ne? Ach, nur kurz, guck mal, kleiner Kloschüssel vorbei, da ist er. Aber wo... In der Bibliothek? In der... Da? Nee. Ich bin gerade echt im Überlegen. Wo war der? Ach, war der nicht ganz oben irgendwo? Also da vorne ist auf jeden Fall unser überheblicher Trottelkollege. Hier der gute Bruno, die Arschgeige. Hier mal den Schlüssel, du Sau. Den haben wir schon. Ich wollte nur die EP haben. Für alle, die es interessiert, warum ich mir das jetzt gerade genommen habe. Und ich... Jetzt fängt sie da an, gell? Oh, der Humbert. Ah, schade. Dachte, kann ich auch nochmal beklauen. Naja, was soll's. Genau, genau. Tele müsste... Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ja, hier geht sie gar nicht mehr... Ach komm, scheiß doch die Wand an. Ich muss gucken, wie ich wieder rauskomme. Halt. Nee. Hä? Wo ist denn jetzt wieder? Oh, da ist ein Lauter. Instrument auf dem Weg mitnehmen, falls einem langweilig wird. Und ich... Bin ich jetzt überhaupt richtig? Oder verwechsel ich es gerade mit dem anderen Gebäude? Der war doch alles ganz oben. Oder? Nee, hier nicht. Nee, das ist aber nicht der Hauptturm. Hier war die Assassinen drin. Dann geht's dann über, oder? Jawohl. Und dann da oben, glaube ich. Ja, ja, doch. Nee, nee, doch. Nee, doch. Klar. Nee, doch. Doch, 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 doch. Hier sind wir richtig. Genau. Und jetzt hier hoch. Und dann... Nochmal hoch. Genau, oder hier liegt was. Was treibt denn der da oben, ey? Mach mal die Musik leiser! Bebt schon das ganze Haus. Ja, mein noch. Kronstücke. Immer Party müssen sie machen, die Junge. Immer Party. Ist aber leise, Mann. Bebt die ganze Bude. Kann ich dir eigentlich die Getränke klauen? Oder manche? Und da bebt der Bass. So. Zum Glück wohnt er so weit oben. Da stört er die restlichen Anwohner nicht. Ja, jetzt hast du jetzt davon. Ich glaube mir jetzt alles, was du hier dabei hast. Ist das noch ein Fell? Au. Nehmen wir einfach mal mit, ne? Ach, eine Bewaffnung als Magier. Das trage ich aber ein. Das kostet sie noch einiges. Können wir irgendwas mitnehmen? Nee, ne? Schade. Dann kann ich meine Strafe gar nicht vollziehen. Das interessiert denn ja eh nicht. So, egal. Können wir noch Stärketrank oder was? Haben wir noch Drachenwurzeln dabei? Nee, haben wir nicht. Haben wir noch... Wie viele Kotstückel haben wir dabei? Falsche Richtung. Oh, wir haben sogar drei. Ich könnte viel zu viel Geschicklichkeit machen, ne? Viel zu viel Geschicklichkeit. Oh, mir fällt was auf. Gib mir Stärke, du Sau. Also, du Apfel. Alla, pump's jetzt rein. Zack. Nein, ich... Ja, schon wieder kein Stärkepunkt. Das gibt's doch nicht. Oh, wo haben wir das her? Und runter mit. Feuergeschnetzeltes.
Müssen wir jemals wieder auf Stärke irgendwann einmal? Ich glaub's eigentlich nicht. Unruhe damit. Schön alles aufessen, zack. Was? Stärke und Leben? Oh cool, haben wir sogar 5 Leben dazu bekommen. Boah. Ist doch okay. Auch noch ein Reis hinterher. Ich hoffe, den brauchen wir nicht, den Reis. Was kann denn Quarkons Spezialbier eigentlich nochmal? Ich gucke erstmal durch, was man das erhöhen ist. Ach, gebrannter Schnaps. Oh! Die hauen wir noch runter, zack. Jawohl. 233 Stärke. Das sollte jetzt echt lang. Das ist ein normaler Eintopf, schade. Ich bin echt überlegen, Leute, wir haben noch 17 Geschicklichkeitstränke, die ich auch noch irgendwann nehmen werde. Und noch 21 potenzielle Geschicklichkeitstränke. Aber nur 3 Grundstücke. Es wäre jetzt voreilig. Weiß ich nicht, komm. Es wäre jetzt voreilig. Ah, das wäre eigentlich auch voreilig. Na egal, komm. Die ganze Zeug hier für Dingen her wegzuballern, für Geschicklichkeit. Aber für Leben kann man das mal machen. Aber nur 2, behalten wir mal ein Kronstückel für schlechte Zeiten. Vielleicht finden wir noch irgendwo eine Drachenwurzel. 925 Leben, leck mich am Arsch. So, wo ist denn jetzt der Sack? Ah, da ist er doch. So. Och! Was ist denn das hier? Der Spuk ist zu Ende. Ah. Der Stammler ist erlöst. Bei Adanos. Du bist wirklich ein Held. Wer weiß, wozu dich die Götter noch bestimmt haben. Hatten wir das nicht schon? Egal. Ich habe hier ein Schreiben für dich. Es ist von Kaio, dem Feuermagier, der auf der Insel Adamos lebt. So? Dann gib es mir. Hier. Adamos wird also von magischen Golems bedroht? Nun gut, ich ahne, warum mir Kaio diesen Brief geschrieben hat. Aber sag ruhig, wie ich euch helfen kann. Es geht um eine alte magische Waffe, die es hier auf dieser Insel geben soll. Kaio hofft, dass diese mächtig genug ist, um die Golems zu bezwingen. Ja, diese Waffe wäre mächtig genug. Und du hast Glück? Ich glaube, dass ich euch helfen kann, an die heilige Axt zu gelangen. Dann schieß los. Was weißt du über die heilige Axt? Es gibt eine alte Legende, die über diese berichtet. Erzähl. Tamora war einstmals ein feuerspeiender Berg gewesen, der von Belia geschaffen wurde, um seinen Dienern eine Stätte der Anbetung zu schaffen. Diese Stätte soll sich tief im Innern der Insel befunden haben. Der Vulkan bedrohte jahrhundertelang die kleine Insel, bis er endlich nach einer ungeheuren Explosion zur Ruhe kam. Ein gutes Jahrhundert nach dieser Explosion müssen die ersten Siedler auf diese Insel gekommen sein. So berichtet es zumindest die Legende. Diese ersten Siedler waren Schäfer, die von einer anderen Insel herkamen und hier genug Nahrung für ihre Schafe vorfanden. Die Schäfer waren gläubige Diener des Gottes Innos und errichteten ihm zu Ehren einen Schrein. Dies wiederum erweckte Belias Zorn. Aus Zorn hierüber, dass nun sein verhasster Bruder Innos auf seiner Insel verehrt wurde, befahl er seinen Dienern, das Standbild seines Bruders zu zerstören. 13 mächtige Golems aus magischem, unzerstörbarem Gestein geformt, erhoben sich aus der Erde. Sie zerstörten das Standbild. Danach wollten sie die Bewohner der Insel vernichten. Doch Innos wollte dies verhindern. Er erwählte darum den Schäfer Harmon, dazu die Geschöpfe Belias zu vernichten. Er wies dem Helden eine Waffe, mit deren magischen Kraft es gelang, die Kreaturen des dunklen Gottes zu zerstören. Die heilige Axt. Ja, die heilige Axt. Nach der Vernichtung der mächtigen Golems gründete Harmon auf Tamora ein kleines Königreich. Die Burg, die du heute siehst, wurde zu seiner Zeit errichtet. Und was geschah dann? Nach Harmons Tod blieb die Waffe unauffindbar. Die Legende aber berichtet, dass Harmon die Waffe vor seinem Tod in einer Höhle versteckt haben soll. In einer Höhle, sagst du? Ja. Es kann sich aber nicht um die Höhle in den Bergen handeln, da in den Aufzeichnungen von einer unterirdischen Höhle die Rede ist. Und wo soll diese unterirdische Höhle sein? Das verraten leider auch meine Aufzeichnungen nicht. Ich hätte allerdings da eine Vermutung. Harmon residierte in der Burg von Tamora.
Wenn es diese unterirdische Höhle wirklich geben sollte, dann würde ich zuerst in den Kellerräumen der Burg suchen. Vielleicht gibt es ja dort irgendwo eine Geheimtür oder Geheimwand, durch die man in das Innere der Höhle gelangen kann. Die Kellerräume der Burg sind verschlossen. Ich nehme an, dass Bruno den Schlüssel hat. Ja. Erzähle ihm aber lieber nichts von der heiligen Axt, wenn du ihn nach dem Schlüssel fragen solltest. Du traust ihm nicht? Warum sollte ich? Hat Bruno nicht bereits seinen eigenen König verraten, als er Tamora für unabhängig erklärt hat? Du hast recht. Ich werde ihm lieber nichts verraten. Aber was soll ich ihm dann sagen? Er wird mir den Schlüssel doch sicherlich nicht so ohne weiteres geben. Nun, das weiß ich auch nicht. Du musst dir eben etwas einfallen lassen. Na schön. Ich überlege mir, was man da machen könnte. Gut. Pass aber auf, wenn du tatsächlich Hammonds Höhle da unten finden solltest. Die Legende berichtet von Gefahren, die jedem drohen, der es wagen sollte, die Höhle zu betreten. Was sind das für Gefahren? Tut mir leid. Ich habe keine Ahnung. In meinem Buch fehlen leider gerade die Seiten, die von diesen Gefahren berichten. Keine Sorge. Ich werde schon auf mich aufpassen. Hoffentlich. Adanos möge dich beschützen. Ja, ja. Gut, anscheinend hat er mal die doch noch nicht gehabt. Die, den Schlüssel von Bruno. Ich dachte, wir hätten den schon mal geklaut. Aber wir haben schon vieles geklaut, ne? Das kann auch sein, dass ich mich vertan habe. Die Kellerräume. Ich gucke erstmal, ob es überhaupt eine Sprachoption gibt mit Bruno, weil voreilig, wie ich immer bin, habe ich jetzt den Schlüssel schon. Aber ist auch nicht so wichtig. Jetzt überlege ich nur. Wir waren, glaube ich, im Keller noch gar nicht wirklich. Ne? Das war der einzige Teil, wo ich rein wollte, aber nicht reinkam. Oder doch, oder ein bisschen, oder eine halb. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hat er überhaupt was zu sagen? Ah, wir können immer fragen. Kostet nichts. Was befindet sich eigentlich in den Kellerräumen der Burg? Warum willst du das wissen? Fehlt der Dialog irgendwie? Na schön. Im Keller lagern wir unseren Proviant, Nahrungsmittel, Wein und noch einiges anderes. Ich glaube, da fehlt der Dinge, ne? Die Sprachphrases. Ja, den habe ich. Sonst noch was? Den Schlüssel? Wozu das? Ich wollte mir mal deinen Weinvorrat ansehen. Komm, Mama. So was dachte ich mir schon. Aber daraus wird nichts. Der Wein gehört mir und keinem anderen. Verstanden? Roland, der alte Trinker. Nichts da. Wenn du unbedingt was trinken willst, dann gehe gefälligst ins Wirtshaus. Ich muss mein Zeug zusammenhalten. Wer weiß, ob hier noch jemals ein Handelsschiff vorbeikommen wird. So. Also hier, ich habe Themen, er ist bereit mitzuhelfen. Alles klar, gut, dann würde ich mal sagen. Ach, apropos Vorrat, Kollege. Na, komm schon, gucke. Zack. Das ist dein Vorrat. Den nehme ich mal jetzt mit. Haben wir sonst noch was zu mitnehmen? Brauche ich keinen Besen. So, können wir eigentlich, warte mal, kurz wissen, inwiefern... Ach, war doch auch nicht schlecht. So, ich war sogar jetzt gezwungen, die Fischsuppe zu kochen. Ich konnte gar nicht was anderes drücken. Gab keine Alternative. Ja, ein bisschen sind die Sachen hier entweder nachgespawnt oder ich habe nicht deutlich genug nachsehen können. Aber ist ja nicht so schlimm. Jetzt pass mal auf, ging's hier runter, oder? Ich gehe mal davon aus, oder? Da waren wir noch nicht drin. Oder? Ich glaube nicht. Wir haben ja den Schlüssel. So ist ja nicht. Und ich glaube nicht, dass wir da unten schon mal waren.
Kann das nicht jetzt... Oh, Moment. Aua, jetzt läuft doch da gegen die Wand, Mann. Oh, Weintrauben. Teller nimm auch mit. Wo ist jemand? Oh, sind ganz viele Weintrauben. So. Jetzt nehmen wir uns ja alles. Das ist für deine Freundlichkeit, Bruno. Danke. Krautstampfer. Braucht kein Mensch, nehmen wir trotzdem mit. Und nein, hier waren wir, glaube ich, echt noch nicht. Da unten soll es Gefahren geben. Das ignorieren wir erstmal dezent. Die einzige Gefahr, die hinter euch Tamora läuft, ist der gute Roland selbst. Und ein Schalter. Und eine dunkel angemalte Fläche an der Wand, die einem Eingang ähnelt. Hör mal, Bruno. Das hätte sie besser verputzen können, ganz ehrlich. Alter Vater, wie sieht's denn da drin aus? Das werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Ich gucke gerade auf die Uhr, gell? Aber wir haben schon wieder unser Zeitlimit erreicht. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge, gerade hier an so einer spannenden Stelle, breche ich mal ab. Bis dahin dann, ne? Tschüss.